Die allergische Rhinitis kann von vielen Allergenen ausgelöst werden. Im Frühjahr, wenn wir uns alle freuen, dass die Sonne wieder scheint, sind natürlich die Birkenpollenallergiker am meisten geplagt. Die Birkenpollenallergie gehört zu der aggressivsten Baumpollenallergie und sie ist nicht nur dadurch gekennzeichnet, dass unglaublich viele Pollen durch die Luft gewirbelt werden, sondern dass sie auch unheimlich weit getragen werden, bis zu 300 Kilometern. Bei den sogenannten Windbestäubern ist die Pollenmenge deutlich höher als jetzt bei den Insektenbestäubern. Das Problem der Birkenpollenallergie ist es auch noch, dass sie mit ihrem Homolog, dem BetV1, für viele Kreuzreaktionen verantwortlich ist. Die Birke ist im mitteleuropäischen Raum der meistvertretene Baum. Im südeuropäischen Raum hat er überhaupt keine Bedeutung.